Ich habe heute die Ehre, Ihnen aus Anwendersicht zu erzählen, wie Cloud Computing sich anfühlt. Der Vortragstitel auf den Aushängen war Potenziale und Grenzen des Cloud Computings aus Anwendersicht. Sie sehen die nette lächelnde Dame, die Welt ist in Ordnung. Ich habe mir gedacht, ich drehe es ein bisschen um und biete Ihnen den Gegenpart, nämlich 12 Monate Cloud Computing, ein Erfahrungsbericht. Ich kann Ihnen gleich sagen, ganz so schlimm ist es nicht, aber es hat doch das ein oder andere Mal wehgetan. Mein Name ist Frank Roth, der Herr Thay hat mich schon kurz vorgestellt. Ich möchte dabei belassen, gerade noch 2, 3 Sachen zur Firma AppSphere, damit Sie wissen, aus welcher Ecke wir kommen und was ich jetzt heute darstelle. Wir sind noch ein recht junges Unternehmen, wir sind tatsächlich 12 Monate alt, oder 13 jetzt, sind frisch gegründet. Ich selbst war Jahre in dem ganzen ASP-Business zu Hause. Vor 11 Jahren haben wir das ASP-Konsortium gegründet in München, das haben wir gestern einmal diskutiert. Der Herr Becker von Eurocloud, der unten ist, war damals ein Vorstandskollege von mir. Der Herr Krohmann, der mit mir diese Cloud-Service-Initiative Made in Germany macht, war unser Geschäftsführer. Wir hatten damals 110 Mitglieder. Der Mitgliedsbeitrag für den Eintritt in diesen Branchenband war 15.000 Euro. Und nach 14 Tagen hatten alle Mitglieder bezahlt. Wir hatten knapp 1,5 Millionen D-Mark damals noch auf dem Konto liegen des Verbandes. Wir wussten gar nicht, was wir mit dem Geld machen sollen. Das war vor 11 Jahren, das war Wahnsinn. Und damals dachte man, das Thema ASP, SaaS, Software as a Service, Cloud Computing startet durch. Wir sind heute 11 Jahre weiter und jetzt so langsam kommt es. Das hat mir gezeigt, man darf nicht immer schnell dabei sein. Wir haben uns zum Glück immer auf Consulting und auf das Enabling fokussiert, haben deshalb keine Firmenpleite hingelegt. Jetzt die AppSphere gegründet, Geschäftsfokus, Beratung für Virtualisierung, Cloud Computing, Enterprise Mobility. Das ist nochmal wichtig, weil wir genau in diesem Cloud-Umfeld da unterwegs sind und Kunden beraten. Und weil wir Kunden beraten, habe ich als Unternehmensgründer auch gesagt, so Leute, zu meinen Partnern, wir machen auch genau das, was wir den Kunden verkaufen. Man spricht oft Eat Your Own Dog Food. Und dementsprechend haben wir vom ersten Tag an Cloud-Services eingesetzt. Derzeit sind wir 15 Leute. Kundenfokus ist auf große, mittlere Unternehmen, öffentlicher Dienst, Standort, Hauptsitz in Ettlingen, Niederlassungen in London und in München. Und ja, Firmeneingang, nicht so spannend. Ich möchte Ihnen jetzt vorstellen, welche Cloud-Services das wir einsetzen. Weil ich spreche jetzt heute wirklich als Cloud-Anwender, als derjenige, der das mitentscheidet und das Geld dafür zur Verfügung stellt, aus Sicht des CFOs, aus der Sicht des CEOs, der die Entscheidungen trifft, und den CIO, also Information Officer, das sind meine Kollegen, mein Team, was ihrerseits allerdings so die typischen Systemingenieure sind, die lieber vor den Kisten hocken, ja, und die Server sehen, als dass sie die irgendwo in der Cloud virtuell weit weg, und man sieht eigentlich nur den Remote Desktop und sonst gar nichts mehr. So, was setzen wir alles ein? Ich wollte Ihnen gerade kurz mal einen Überblick geben. Wir setzen, ich habe schon Office 365 hingeschrieben, schon ein bisschen frech, Sie wissen, es ist noch nicht da, kommt wohl bis Ende Q2, munkelt man. Wir setzen noch auf das BPOS, auf die Vorgängerversion. Ist eine Lösung von Microsoft, ein gehostetes Exchange, ein gehosteter SharePoint, hochstandardisiert mit Collaboration Tools, Live Meeting und den Messenger bzw. den Communicator dabei. Das setzen wir für die Themen Collaboration und Dokumentenmanagement ein. Dann haben wir von CRS, PIA, der Jens hat schon vorgestellt, ein CRM-System für Starter. Wobei wir jetzt schon merken, es wird für uns schon fast jetzt ist schon was zu startermäßig, unsere Anforderungen wachsen. Wir haben noch kein ERP-System, das sind wir gerade am Auswählen, ob wir uns auf das Microsoft Dynamics von Microsoft, ehemals Navision, oder ob wir auf SAP Business by Design gehen. Da gibt es auch mittlerweile tolle Angebote, habe ich jetzt auch hier auf der Cloud Zone. Mir hat früher nochmal angeguckt, war also wirklich baff und musste den Entscheidungsprozess jetzt nochmal anstoßen. Im Bereich der Telefonie haben wir auch gleich gesagt, Telefonanlage raus, ja, wo wir gar nicht im Hause haben. So eine Telefonanlage, die wir wollen mit Konferenzsystemen, mit Weiterleitung von E-Mails, von Mailbox-Nachrichten, das kriegen Sie auch nicht für ein günstiges Geld. Da gab es einen tollen Anbieter in München. Es gibt aber auch Zipgate, kennen vielleicht einige von Ihnen, die CT lesen. Da sind immer ganzseitige Anzeigen drin. Da geht es auch ins Businessumfeld mittlerweile. Für Personaltools, Urlaubsverwaltung, Reisekostenabrechnung haben wir HRWorks. Und dann noch einen Haufen Produktivitätstools. Hier stand ursprünglich mal NetViewer. NetViewer ist ja gekauft worden von Citrix. Deshalb steht es dort Citrix Online drauf. Ich wollte gestern noch kurz die NetViewer-Logos mir holen und habe bei NetViewer
Netjura.de dann schon die komplette Citrix-Online-Seite gekriegt. Also Netjura ist da irgendwie verschwunden. Da ist schon überall Citrix drauf. Dann haben wir Tools für die Zeiterfassung der Projektingenieure, für E-Mail-Marketing und auch die Dropbox nutzen wir. Da möchte ich auch gleich noch ein paar Worte dazu verlieren. Ich denke, wer von Ihnen kennt die Dropbox nicht? Nicht? Okay, also ist bekannt. Gut, weil da haben wir auch so ein paar Aha-Erlebnisse gehabt. Und nichtsdestotrotz, obwohl wir versucht haben, wirklich alles in die Public Cloud auszulagern, sind wir nicht drum herumgekommen, eine interne IT mit abzubilden, nämlich die sogenannte Private Cloud. Ja, ich nenne es einfach mal so. Dort betreiben wir ein ganz normales Windows-System mit einem virtuellen Desktop. Das haben wir auf Citrix, den Desktop, aufgesetzt und mit TeamDrive. Das ist so ein Konkurrenzprodukt von Dropbox. Haben wir uns auch ein Weilchen beschäftigt. Das war die Idee, den File-Service nach außen zu verlagern. Da haben wir aber ein paar ganz böse Überraschungen erlebt, die ich aber jetzt gleich nochmal erläutere. Gut, ich habe mir überlegt, wie sind wir dann an die ganze Geschichte rangegangen? Ich erzähle Ihnen jetzt, wie man rangehen sollte. Ja, nicht, wie wir rangegangen sind. Ja, obwohl wir die ganzen Thematiken natürlich für uns auch in Anspruch nehmen und sagen, eigentlich sind wir die Profis, haben wir natürlich in den letzten 12 Monaten auch ganz schön Lehrgeld bezahlt, haben auch sehr viel gelernt, auch zum Teil auch die sehr schmerzliche Art. Grundsätzlich von der Auswahl sollte man sich natürlich erstmal strategisch überlegen, wo will man mit der ganzen Technologie hin? Was erwartet man sich an Vorteilen? Was erwartet man sich an Benefits, an Verbesserungen durch die Einführung von Cloud Services? Um es dann weiterzutreiben, wenn wir wissen, was es sein soll und wie wir es angehen, wie sieht es aus mit der Architektur, der technischen Architektur, wie gucke ich mir das Thema Security, Sicherheit, Informationsschutz und deren Organisation an und das ganze Thema Prozesse. Wir haben es vorhin schon ein paar Mal gehört, Jens hat es auch angedeutet, das Prozessthema, komme ich später drauf, ist auch bei uns ein leidiges Thema und daran, wenn Sie das Thema nicht angehen, dann wird das Cloud Computing wie auf der ersten Folie, das wird eine Bruchlandung. Und final noch das ganze Thema Recht. Da spreche ich von Vertragsrecht, da spreche ich von Compliance und solchen Dingen. So, und ich möchte jetzt auch mal durch die ganzen Themen durchgehen und sagen, was ist denn im Themenbereich Cloud-Strategie ganz wichtig? Bevor Sie mit Cloud Computing loslegen, kann ich Ihnen wirklich nur ans Herzen legen. Und wenn Sie nur einzelne Services rauspicken, machen Sie sich eine Cloud-Strategie. Legen Sie sich die zurecht, berechnen Sie den Kosten und Nutzen. Jens hat auch einige Studien genannt. Wir haben auch in jüngster Zeit über die Hochschule Karlsruhe, ein Student hat eine Studie durchgeführt, eine Cloud-Befragung in Deutschland. Wir haben sehr genau darauf geguckt, ob wir Mittelständler befragen, Großkunden, ob wir den CEO befragen oder den Admin und haben dort entsprechend mal verglichen. Klar ist eines, die IT-Branche, das hat es gezeigt, ist sehr, sehr Cloud-Computing-affin. Die sind weit vorneweg. IT-Branche sagt, klar, mache ich, ich kenne mich damit aus, ich habe da weniger Berührungsprobleme. Mittelstand ist da noch ziemlich auf der Bremse. Und sagt, also, ist mal langsam, das sind unsere Daten, die geben wir nicht gerade mal so außer Haus. Wichtig ist also in der Betrachtung Kosten, das hat die Studie auch gezeigt, 50% der Unternehmen, die wir befragt haben, kannten die IT-Kosten nicht. Die wissen nicht, was ein Arbeitsplatz kostet. Die sagen, ja gut, ich habe ein Office gekauft, das hat 600 Euro gekostet für 50 Leute, aber ja, was kostet es jeden Monat der Laptop, der hier auf dem Tisch steht? Konnten sie nicht sagen. Insofern ist das immer für mich lustig, wenn dann jemand sagt, na gut, ich hoffe mir, durch Cloud Computing Kosten einzusparen. Die Gegenfrage ist, kennen Sie Ihren Kosten denn? Das wissen wir nicht so genau. Deshalb, man muss das ganz genau gucken. Und wenn wir da rangehen, sagen wir mittlerweile, wir ermitteln auch mal die Ist-Kosten, wenn die nicht bekannt sind, gucken uns den Business Case an, bewerten mal von der Helikoptersicht die Risiken und überlegen unsere Sourcing-Strategie. Sourcing-Strategie heißt, was lagere ich aus und lasse was ich drin. Die British Telecom hat in einem Vortrag eine schöne Folie gemacht und da haben sie so einen Schieberegler. Können Sie vom Mixerpult, ne? Links die Private Cloud, alles intern, rechts die Public Cloud, alles extern. Und da haben Sie einen Regler, den können Sie dann schieben. Ne? Dann haben Sie die Kategorien ERP, CRM, Archiv und so weiter. Und je nachdem, wo Sie jetzt eine Disziplin haben, können Sie als Unternehmen entscheiden, ich schiebe den Regler mehr nach links in die Private Cloud oder schiebe ihn ganz nach rechts in die Public Cloud. Kommen wir später noch, welche Systeme wohin schiebe. Das ist die Sourcing-Strategie. Was wir gemacht haben, die Lessons Learned, jetzt hoffe ich, dass Sie sehen können da hinten. Ja. Lessons Learned ist, wir haben auch keinen Gesamtplan gemacht. Wir haben uns von diesem Online gehen, Kreditkarten, Daten hinterlegen, gleich mal abends rumprobieren, oh, das geht ja ganz gut, gleich einen Kollegen einladen, nächsten Morgen, guck mal an, das habt ihr schon einmal schön das eingerichtet für uns, ja, klappt ja wunderbar, davon haben wir uns massiv auch aus Glatteis führen lassen. Wir haben dann eine Zeit lang wirklich 3-4 Systeme parallel getestet, ich habe mit Google Apps rumprobiert, mein Kollege hat mit Bipost von Microsoft rumprobiert, der dritte hat gesagt, oh, ich habe aber jetzt gerade hier noch eine IMAP-Lösung aufgemacht. Es ging alles furchtbar schnell.
Es war schnell einrichtbar, man muss nur die Kreditkarte legen, sich einloggen, Thema gegessen. Das, da kann ich Ihnen nur sagen, machen Sie es nicht. Gucken Sie sich gemeinsam die Systeme an und entscheiden Sie dann auf ein System und gucken Sie auch genau an, wo die Vor- und Nachteile liegen und wie das ganze Thema sich in Ihre Umgebung integriert. Das nächste Thema, ermitteln Sie die Gesamtkosten, weil ich habe natürlich auch mit meinen technischen Kollegen, die Server gern vor sich stehen haben, Diskussionen gehabt bis zum Umfallen. Die sagten, ja, das, die Daten draußen und wir haben die Server nicht im Griff und wenn ich den mal booten muss, dann komme ich ja da gar nicht ran. Ja, dann ruft man halt Rechenzentrum an und sagt, Server 5 bitte booten, ist doch kein Problem. Ja, aber das kostet, bucht doch mal, was das alles kostet. Was total vergessen wurde ist, meine Kollegen haben nie den Strom berechnet, haben wir auch schon gehört. Wir haben jetzt mal für uns intern berechnet, wir haben jetzt die 3 Server intern uns hingestellt. Es sind viel Geld, wir zahlen aber 800 Euro Strom jeden Monat für diese 3 Server. Und das ohne Klimatisierung. Ja. Und der Herr Haug von Telemax ist gerade da. Herr Haug, machen Sie mal die Ohren zu, das dürfen Sie gar nicht hören, weil ich habe gerade ein Angebot angefragt, weil wir die Server vielleicht nach draußen geben und Strom ein Thema ist. Die Fläche. Ja. Ich kenne eine Firma, die hat einen kompletten Raum flachgelegt in einer sehr teuren Umgebung, um dort ein Rechenzentrum reinzubauen. Das heißt, das muss man auch rechnen. Ein Büro, wieder weg. Ja. Und die Lizenz- und Preismodelle und die Abschreibung, die man hat. Zum Thema Lizenz- und Preismodell, Dropbox war auch so ein Thema. Ich war dann Dropbox-Fan, habe meine Kollegen gesagt, Mensch, Dropbox ist ein cooles Tool, geht ganz einfach, müsst ihr euch installieren. Habe alle eingeladen, habe dann für mich gesagt, na gut, für die Firma die 19,90 Euro für die 50 Gigabyte, glaube ich, oder? Ne, 50 Gigabyte kostet 9,90 Euro pro Monat und 100 Gigabyte kostet 19,90 Euro. Und dann kann man 12 Monats-Fee abschließen, total günstig. Also 100 Gigabyte Datenvolumen. Für die ganze Firma habe ich gebucht, Kreditkarte abends, zack, 100 Gigabyte. Mein Kollege sagt, also wir haben jetzt 100 Gigabyte, jetzt haben wir mal Platz. Ihr braucht keinen File-Server kaufen. CEO hat es schon entschieden. Ja, das ging so lange gut, bis dann mein Kollege sagte, mein Vorstandskollege sagte, du, bei mir kommt die ganze Zeit die Meldung Dropbox voll. Du hast doch 100 Gigabyte gebucht. Naja, keine Ahnung. Bis dann rauskam, dass ich 100 Gigabyte hatte, aber er nicht. Das heißt, er musste auch die 19,90 Euro zahlen. Und da habe ich das hochgerechnet und waren wir dann schon ruckzuck 10 Leute. Da habe ich gesagt, okay, dann sind wir nicht mehr bei 19,90 pro Monat oder 39,90, sondern sind wir bei tausenden Euro, wenn jeder letztlich die Daten so kriegen will, wie er sie haben will. Und da war das Thema natürlich in der Technik nicht mehr, haben wir gleich gesagt, dass das Mist ist. Und, ne, dann war das Team tot, dann sind wir eben auf Team Drive gegangen. Team Drive ist auch eine ähnliche Dropbox-Lösung. Ja, wobei Dropbox vielleicht noch Info, das liegt alles bei Amazon. Ich habe das auch neulich miterlebt von einer Firma, die sagte, die hat eine Umorganisation gemacht intern und hat dann gesagt, na gut, die ganzen Dokumente mit neuen Org-Charts und so weiter, die legen wir mal lieber nicht ins interne Netz, weil da hat ja der Admin dann Zugriff auch auf die Vorstandslaufwerke, wenn er will. Dann haben sie auf die Dropbox gelegt und haben sie durch die Gegend synchronisiert. War mit Sicherheit aber trotzdem sicherer, wenn man ganz schutzbedürftige Daten hat, weil bei der Dropbox interessiert sich niemand für die Umorganisation einer Karlsruher Unternehmung. Ja, wie wenn es auf dem eigenen Server liegt. Da kann man es natürlich entsprechend gucken. So, dann eventuelle Expansionen muss man berücksichtigen. Wir expandieren sehr stark, wir haben sehr, sehr viele Leute draußen. Ich mag es sehr, dass genau das Thema mit der Expansion für uns sehr smart ist, was dieses Cloud-Service betrifft, weil wir ohne Probleme, ohne Firewall-Umstellungen, ohne Security-Probleme letztlich hier uns einloggen können von überall, wo wir sind. Auch mit mobilen Geräten klappt wunderbar. Ja. Hier ist mal eine kleine Übersicht. Ich weiß gar nicht, mit den Folien. Ich denke, die werden irgendwie zur Verfügung gestellt. Keine Ahnung. Ansonsten können Sie gerne bei mir anfordern. Was spannend war, und das hat mich natürlich sehr begeistert, das ist mal veröffentlicht worden, hat die Firma Eagle gemacht und hat uns das Beispiel genommen. Wir haben mal durchgerechnet, was uns ein User pro Monat kostet. Mit den einzelnen Disziplinen hier, von Telefonie über Internet, CRM, ERP, komplett runter. Da waren wir dann bei 94 Euro. Gut, das war sehr günstig, da war Strom, Lizenz, alles mit dabei, pro Arbeitsplatz, pro Monat. Und das ist ein sensationell günstiger Preis, wenn Sie sich das angucken. Verglichen mit dann die Kosten pro Jahr runtergerechnet, verglichen mit den Studien, die jetzt eine Gartner bringt. Da reden wir zwischen 400 und 600 Euro pro User, pro Monat für einen Fat-Client. Und das ist natürlich schon heftig. Das heißt, wir sind hier um Faktor 4 günstiger über so einen Cloud-Arbeitsplatz, wenn man in die Richtung geht. Das war für uns natürlich auch sehr interessant. Aber man musste da rechnen auf 3 Jahre die Software-Lizenzen. Ich habe natürlich dann gegengeführt und habe gesagt, schaut mal,
So eine Office-Lizenz kostet schon ganz schön viel Geld. So haben wir jeden Monat natürlich eine sehr positive Geschichte. Und ich glaube, kommt später noch. Der positive Cashflow, den wir da hatten, oder der nicht der geringe, so muss ich sagen, der geringe Cashflow durch die Cloud-Service ist natürlich sehr gut in der Startphase, wie unser Unternehmen das hatte. Das heißt, wir haben da wenig Investitionen gehabt und jeden Monat die 94 Euro. Im Businessplan war das super zu planen. Jeder Mitarbeiter, wie ein Firmenwagen im Leasing, hat jeden Monat neue Kosten verursacht und ich konnte die Kosten hoch und runter skalieren. Sehr elegant. Wenn man die Cloud-Architektur anguckt, dann ging es um Systemfunktionalität. Funktioniert das technisch gut zusammen? Wie sieht die Technologieintegration aus? Wie sieht es mit dem Architekturmodell aus? Wie ist es mit der Datenrückholung? Da macht sich nämlich niemand Gedanken drüber. Sie haben es vorhin gesagt, das Vendor-Login. Da hat man dann seine Daten beim Provider und das ist ja auch das Ziel des Providers, dass er sie in die Abhängigkeit bringt und nicht mehr rauslässt. Das ist ganz offen gesagt, das ist ja der Trick an der ganzen Geschichte. Im Mobilfunkbereich hat der Trick durch die Übertragung der Mobilfunknummern von Provider zu Provider mittlerweile etwas gelitten, aber ich glaube, sie wären nie weggegangen vom Provider, wenn nur der ihre Rufnummer behalten hätte. Da war ein gewisser Druck da, jetzt können Sie überführen. Jetzt ist natürlich der Wechsel zwischen den Providern viel schneller. Was wir gesehen haben ist, dass wir gerade merken, diese vielen verschiedenen Systeme, wir haben 10 Logins, ja, nebst den ganzen Web-Logins, die Sie noch haben. Und die Leute, die ächzen, neue Mitarbeiter, hat angefangen, das ist wirklich toll. Ne? Aber ey, wie viele Passworte ich mir jetzt da merken muss, das ist ja schon Wahnsinn hier. Also ich habe schon zig welche vergessen und ich schreibe mir sie mittlerweile auf. Gibt es natürlich auch Tools, was man machen kann, aber auch das ist natürlich dann wieder eine Technologiekomplexität, wo sie die Effizienz natürlich wieder kaputt machen, die sie sich erhoffen. Dann haben wir die Schnittstellen zwischen den Systemen, beispielsweise das ganze Thema CTI, Voice-over-IP-Integration, das Thema Datenübergabe. Im Backend können sie keine fast keine Daten übertragen, übergeben von einem System ins nächste, weil sie haben lauter Inseln. Die Datenübergabe, die Schnittstelle spielt sich am Client ab. Ist der Client ein Browser, wird es ganz schwierig mit der Datenübergabe. Ja? Oder ist der Client ein Thin-Client und im Hintergrund steht so ein virtueller Desktop, dann wird es richtig komplex. Das heißt, an der Stelle haben wir dann auch einiges an Lehrgeld bezahlt und wir haben natürlich einige Datensysteme da wieder abgelöst, unter anderem Google Apps. Das war unser erstes Mailsystem. Das haben wir 2 Monate betrieben, bis wir gemerkt haben, dass Google unsere E-Mails in der Form indiziert, dass sie inhaltbezogen zu einer E-Mail uns rechts AdWords anzeigt. Kam Audi-Leasing, da haben wir rechts lauter Audi-Anzeigen gehabt. BMW-Leasing, kam lauter BMW-Anzeigen. Dann war das intern auch wiederum sofort tot. Die Techniker haben gesagt, no way, wir wollen raus aus Google. Man konnte es auch irgendwie, man konnte es abschalten. Und ich habe den Knopf nicht gefunden, um die AdWords rauszumachen. Der war aber nachhinein sehr, sehr gut versteckt. Da hätten sie nie vermutet, wo die Option-Box stand, AdWords rausnehmen. Dann das Thema Informationsschutzsicherheit. Wie Jens hat es vorhin gesagt, mit diesem Datensicherheitsthema, die Firmen haben Angst, die Daten rauszugeben. Man muss gucken, welche Daten sind es denn. Man muss also den Wert der ausgelagerten Informationen tatsächlich mal analysieren. Lagere ich irgendwelche Reisenkostenabrechnungsbelege raus, für die sich kein Mensch interessiert, oder sind es Sourcen, Entwicklungssourcen mit IP-Werten drin, wo ich dann sage, die gebe ich um Gottes Willen nicht in die Amazon-Cloud. Ich habe mit Audi zu tun, die haben auch mal gefragt, also Mensch, wie können wir denn da irgendwie simulieren, unsere Modelle? Also Amazon-Cloud, super Sachen. Also nee, die Daten übertragen wir never ever in die Amazon-Cloud. Das sind unsere Prototypen, die wir da haben. Machen wir definitiv nicht. Ja. So, was haben wir gelernt? Die geringen Kosten dürfen nicht zur Vernachlässigung der Datensicherheit verleiten. Das kostet ja nichts, es ist umsonst. Ja. Guckt mal nicht so genau hin. Die internen Nutzungsrichtlinien erlassen auch beim Einsatz privater Endgeräte und Cloud-Provider-Angebote hinsichtlich Verschlüsselung und Zugriffsschutz prüfen. Das macht man auch zu wenig. Man nimmt das Thema entgegen, sagt, naja, gut, den trauen wir jetzt mal. Eigentlich müsste man mal hingehen, müsste sich das Rechenzentrum angucken und genauer analysieren, da was Sache ist. Macht man eigentlich in der Regel nicht. So, das Thema Prozesse, SLAs, da geht es um die Fertigungstiefe zu analysieren, die Service Levels zu definieren, die Geschäftsprozesse zu analysieren und umzusetzen in der Cloud, haben wir auch ein Beispiel gehabt vom Jens, und die Qualität und Verfügbarkeit uns anzugucken. Was wir hier gelernt haben, dass wir den Gesamtprozess im Auge behalten und mit SLAs einzelne Cloud-Services abgleichen müssen. Wenn wir einen Gesamtprozess haben, wo verschiedene Systeme drin sind, ja, und ein SLA eines mittleren Systems hat ganz schlechte Werte, fällt ständig aus oder ist halt so billig, dass man sagt, na gut, für das Geld kann man auch nicht mehr verlangen und der gesamte Prozess hinkt, dann haben sie nichts gewonnen.
Das Weitere, ich hatte Ihnen vorhin von diesen vielen Logins erzählt. Das ist bei uns auch ein Problem. Jetzt haben wir die Zuständigkeiten nicht durch eine zentrale IT gelöst, sondern es gibt verschiedene Zuständigkeiten. Die HR-Dame kümmert sich um Reisekosten, Urlaubsprogramm, Verwaltung. Ich kümmere mich um CRM und um die Telefonanlage. Der Kollege kümmert sich um E-Mail. Das Thema Ausstieg, Einstieg neuer Mitarbeiter ist problematisch. Neue kommen, ich muss alle Bescheid geben. Achtung, kommt ein neuer Mann, legt man User-Accounts an. Ja, was der Rechte, was der Themen und so weiter. Normalerweise gehe ich ins Active Directory in der Private Cloud, lege den an, weist den Gruppen zu, dann hat er seine Rechte auf den File-Spells durch diese verteilten Systeme. Definitiv ganz schwierig und viel schwieriger ist, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt oder sie sich von ihm kurzfristig aus welchen Gründen trennen. So einen Fall hatten wir auch. Da mussten sie dann wirklich ganz genau eintakten. Sie haben das Personalgespräch, Sie wissen, das Personalgespräch endet durch im Prinzip, ich sag mal, harten Rausschmiss. Und da mussten sie sagen, und liebe Leute, Achtung, 5 Mann für die Administration zuständig, der Services, und ihr müsst dann, ne, 4:30, von 4 bis 5 ist Termin, 4:30 macht ihr die Kanäle dicht, weil 5 Uhr verlässt uns dann Mitarbeiter. Das war auch und das können sie natürlich machen, wenn sie so klein sind wie wir, wenn sie größer sind, geht das nicht mehr. Also da müssen sie in den Prozessen enorm was tun und die User-Akzeptanz im Auge behalten. Das heißt, Performance und hohe Funktionalität sind key. Wenn die schlecht ist, dann kriegen sie sowas von Ärger mit den Usern, dann macht es keinen Spaß mehr. Gut, dann haben wir das Thema Compliance. Recht und Compliance, das heißt, sie müssen gucken, dass sie sich innerhalb des Rechts rechtlichen Raums befinden. Da geht es um Organhaftung, auch der Vorstände, der Geschäftsführer, der Unternehmensinhaber. Das ist eine ganz heiße Kiste. Datenkontrolle, Datensicherung, Service Levels. Was wir in der Ecke gelernt haben, ist, wie bei einer Software, die man sich auf seinen Rechner installiert. Man wird irgendwann gefragt, jetzt kommt die EULA, also das End-User License Agreement. Dann sehen Sie es, dann müssen Sie unten, ich akzeptiere die EULA. Und dann, nur wenn Sie das anklicken, dann wird der OK-Button oder der Weiter-Button wird dann grau oder wird schwarz, dass man weiterkommt. So geht es auch im Cloud-Provider-Umfeld. Ich habe auch früher 7 Jahre bei einem Cloud-Provider gearbeitet, beim auch recht großen, da war vorhin auch auf der Folie drauf. Da haben wir einfach eines gelernt, wenn Sie das online zur Verfügung stellen und so ein kleines Optionshäkchen setzen lassen, die Leute akzeptieren das ohne Murren. Schicken Sie ein Stück Papier dahin und sagen, bitte lesen Sie mal durch und schreiben Sie es uns und schicken Sie uns zurück. Dann haben Sie die Rechtsabteilung im Hals gehabt, dann ging es 5 Wochen. So ein Online-Formular, fupp, Hake dran, durch, fertig. Dazu neige ich auch. Das heißt, man guckt da gar nicht mehr hin. Wichtig auch in dem Zuge, Kündigungsfristen der Services beachten. Weil man hat 1 Monat Kündigungsfrist, sagt man, toll, komme ich gleich aus dem Vertrag rauf. Wenn es schlecht läuft, kann ich kündigen. Der Provider kann Ihnen aber auch mit einem Monat kündigen. Das dürfen Sie nicht vergessen. Ich habe auch das erlebt, dass ein Provider ein ERP-System bei einem Hoster hatte und hat dann gesagt, du hast mal 5 Kunden, das lohnt sich nicht, wir kündigen das ab. Kündigung geschrieben, der Kunde, 5 Kunden waren auf der Plattform, hatten 1 Monat Zeit, ein ERP-System zurück zu einem anderen Provider oder in die eigene Umgebung zu migrieren. Das schaffen sie nicht. Unmöglich. Ja. So, und dann noch das Thema Datenspeicherort, Datenkontrolle aus Sicht der Compliance beachten. Da muss man wirklich gucken, wo liegen die Daten. Liegen sie in Deutschland? Deshalb diese Cloud-Services-Initiative. Liegen sie im Ausland? Wenn sie im Ausland liegen, ist das nur eine Kopie der Daten, der deutschen Daten? Das muss man auch hinterfragen. Ist es im Ausland das Backup-Rechenzentrum oder wo ist es denn? Also eine sehr komplexe Geschichte. Das heißt, das Fazit der letzten 12 Monate war, aus strategischer Sicht muss es sein, positiv, weil wir sehr geringe Kosten mit wenig Cashflow haben und weil sehr schnell neue Software eingesetzt werden konnte. Wir machen es immer besser, wir gehen nicht gleich auf die erstbeste Software los, wir analysieren mittlerweile und gucken, was es ist. Aus technischer Sicht möchte ich es neutral nennen, weil die standardisierte Software uns auch in vielen Fällen Optionen verweigert. Es geht halt nicht, in SharePoint auf BPOS ist halt eingeschränkt und man nicht ganz ohne interne IT auskommen wird. Das ist also meine Überzeugung, sie werden immer ein Stück weit IT intern haben. Aus datenschutzrechtlicher Sicht sehr positiv derzeit, weil wir die Provider mittlerweile sehr sorgfältig auswählen und weil bis jetzt nichts passiert ist, muss man auch sagen, haben wir auch Glück gehabt. Und aus prozessualer Sicht negativ, weil wir uns bislang nicht genügend um saubere Prozesse gekümmert haben. Das ist also ein ganz wichtiges Thema. Das läuft bei uns auch noch nicht rund, weil man halt ständig neue Sachen reinbringt und die nicht in der Prozessumgebung mit nachzieht. Gut, die Cloud-Lotsen sind schon genannt worden. Hier nur noch ganz 2 Sachen zum Schluss. Mit den Cloud-Lotsen gehen wir genau dieses ganze Themenfeld an und betrachten das, bringen unsere Erfahrungen ein und bieten das an. Das ist ein Konsortium von mehreren Firmen, sind auch unten, betrachten genau dieses End-to-End-Thema und bringen diese Erfahrungen mit ein
Und die Cloud Service Made in Germany Initiative hatte Jens auch schon ganz kurz vorgestellt. Wenn Sie also rechtssicheres Cloud Computing wollen, können Sie auf die Webseite gehen. Dort ist eine ganze Liste, ich glaube mittlerweile von 40 Firmen, die schließen die Verträge nach deutschem Recht ab. Die haben ihr Rechenzentrum teilweise in Deutschland, aber nicht immer. Und der Firmensitz befindet sich in Deutschland und sie haben eine deutschsprachige Hotline, wenn sie anrufen. Wobei das auch interessant war, in der Cloud-Umfrage, die wir gemacht hatten, war die Frage, würden Sie mehr Geld bezahlen, wenn es eine deutschsprachige Hotline gäbe? Dann haben 50% der Leute gesagt, na gut, ja, ein bisschen mehr, aber nicht wirklich. Englisch wäre auch okay. So, dann wäre ich am Ende.